Mein Name ist Rainer Holzerhoth. Ich arbeite bei den Asklepios-Kliniken und bin dort im zentralen Bereich verantwortlich für das Thema klinisches Risikomanagement und Patientensicherheit. Ich beschäftige mich in dieser Funktion nun schon seit 2007 intensiv mit dem Thema und bin schon damals sehr schnell auf die Handlungsempfehlung des APS gestoßen, die ich total klasse fand. Die Handlungsempfehlungen waren von Anfang an die Grundlage für die Konzernstandards zur Patientensicherheit in unseren Kliniken. Mittlerweile hat sich eine regelhafte und gute Zusammenarbeit mit dem APS entwickelt. Patientensicherheit ist zu meinem Herzensthema geworden. Im Gesundheitswesen unverzichtbar und für mich eine Selbstverpflichtung unseren Patienten gegenüber. Das APS ist für mich schon immer die Institution, die für das Thema Patientensicherheit in Deutschland steht. Ein Netzwerk mit tollen Menschen, mit einem gelebten Austausch in AGs, der APS-Jahrestagung, im CIRS-Forum und vieles mehr. Und das APS hat wesentlich dazu beigetragen, das Thema auch politisch bedeutsam zu machen. Ich freue mich, in dieser Community dabei zu sein und dort mitzuarbeiten. Und heute gratuliere ich dem APS ganz herzlich zu 15 erfolgreichen Jahren und tollen Jahren und sage, bleibt weiterhin mutig, kreativ und aktiv.